وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem heutigen Unterricht. Und entschuldige, dass ich so kurzfristig letzte Woche absagen musste, aber das war krankheitsbedingt gewesen. Alhamdulillah, jetzt geht es mir wieder gut. Und ihr habt ja aber trotzdem einen schönen Unterricht gehabt. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Und wir wollen heute, inshallah, unsere Reihe fortführen über die Zeichen des jüngsten Tages. Wir hatten in der letzten Einheit, meine lieben Geschwister, uns mit einigen Zeichen beschäftigt gehabt, welche zu der ersten und zweiten Kategorie zählen von den kleinen Zeichen des jüngsten Tages. Ihr könnt euch sicherlich erinnern, dass wir die kleinen Zeichen des jüngsten Tages noch einmal in drei Kategorien unterteilt hatten. Welche waren das gewesen? Drei große Kategorien für die kleinen Zeichen des jüngsten Tages. Es gibt ja erstmal die grobe Unterteilung, klein, groß. Und dann haben wir nochmal die etwas feinere Unterteilung, und zwar der kleinen Zeichen. Ja? Die bereits geschehen sind und sich nicht wiederholen werden. Genau, die sozusagen entweder schon geschehen sind, sich aber wiederholen können oder andauern und fortdauern oder immer wieder auftauchen. Und die noch nicht aufgetreten sind. Korrekt. Absolut korrekt. Und wir hatten letztes Mal, vor zwei Wochen, glaube ich, war das gewesen, angefangen gehabt, über die Zeichen zu sprechen, welche schon erschienen sind, aufgetreten sind, sich aber immer wiederholen können. Und teilweise auch andauern oder noch intensiver werden oder manchmal nachlassen und wieder auftreten. Je nachdem, wo oder wann. Und auf jeden Fall, ich habe gerade ein bisschen ausgeredet, und auf jeden Fall hatten wir unter anderem über die Khawarij und die Neo-Khawarij gesprochen gehabt. Ihr erinnert euch daran, die alten Khawarij und die neuen Khawarij. Wir hatten ebenfalls darüber gesprochen gehabt, dass die Umma sich immer mehr den anderen vorherigen Nationen und Religionsgemeinschaften anpassen wird. In ihren Traditionen, in ihren Verhalten, sogar in ihren Glaubensvorstellungen. Und wir hatten da auch den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnt gehabt, bezüglich des Nachahmens, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgezeigt hat, dass ihr, also wir als Muslime, diejenigen nachahmen werden, die vor uns waren, Handbreite um Handbreite und Armlänge und Armlänge. Und dann erklärte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass wir alles tun würden, selbst wenn sie völlig irrational in ein kleines Loch von einer Eidechse hineinkriechen würden, wir würden hinterherkriechen. Völlig irrational, macht gar keinen Sinn, aber wir würden es trotzdem machen, einfach um sie nachzuahmen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam erklärte dann, dass es sich hierbei um die Juden und Christen handelt. Dass wir ihre Traditionen nachahmen werden. Und das ist das, was wir heutzutage mehr sehen als je zuvor, glaube ich, in der Umma. Es gab, glaube ich, keine Phase im Leben der Umma, wo die Muslime so extrem die anderen nachgeahmt haben, wie in den letzten 100 oder 150 Jahren. Und wir haben auch darüber ausführlich gesprochen gehabt. Und heute, insha'Allah ta'ala, wollen wir auf neue Zeichen eingehen dieser zweiten Kategorie. Und ich habe mir bei der Vorbereitung nochmal überlegt, dass es sinnvoll ist, diese Zeichen, weil es sind sehr viele Zeichen, nochmal in Themenbereiche zu unterteilen. Das heißt, zu schauen, welche Zeichen würden zusammenpassen zu einem Themenbereich. Und hier habe ich jetzt mehrere Themenbereiche herausgesucht, die wir natürlich jetzt nicht alle besprechen werden heute, aber dass ich das schon mal insha'Allah ta'ala vorweg sage. Wir haben einmal das Thema Gewalt auf allen Ebenen. Gewalt auf allen Ebenen. Wir haben das Thema Fitne, Versuchung in ihren verschiedenen Formen. Wir haben ebenfalls das Thema der Schwäche des Glaubens, dass der Glaube bei dem Muslim schwach wird
und die Muslime ihren Glauben nur noch äußerlich praktizieren. Ein sehr, sehr großer Themenbereich ist der Themenbereich der Sittenlosigkeit. Also jegliche Form von Fawahish, jegliche Form von Überschreitungen von Grenzen. Das ist ebenfalls nochmal ein Bereich für sich selbst. Ein weiterer Bereich, den wir in vielen Hadithen unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam bezüglich der Stunde vorfinden, ist die Veränderung von Gesellschaftsstrukturen. Es verändern sich bestimmte Dinge, die die Muslime sich damals gar nicht hätten vorstellen können. Und das muss nicht unbedingt negativ sein, es ist einfach nur, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam über bestimmte Veränderungen vor der Stunde spricht. Wie beispielsweise, dass die Zeit sehr knapp wird, sehr eng wird, etc. Und dann gibt es noch einzelne Zeiten, die man keiner Kategorie oder keinem Themenbereich genau zuordnen kann. Und wir wollen heute, insha'Allah ta'ala, beginnen mit dem ersten Themenbereich, nämlich dem der Gewalt und des Blutvergießens. Der Gewalt und des Blutvergießens. Und wir finden in den Hadithen unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam über den jüngsten Tag und über die Zeichen des jüngsten Tages immer wieder Berichte, in denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns aufzeigt, dass sich im Laufe der Zeit vor dem jüngsten Tag die Gewalt und das Blutvergießen auf allen Ebenen sehr, sehr stark verbreiten werden. Viel schlimmer, als es die Muslime zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gekannt haben. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat hier von verschiedenen Formen von Gewalt gesprochen. Und eine Form, welche der Prophet sallallahu alaihi wasallam in mehreren Überlieferungen erwähnt hat, ist die staatliche Gewalt. Also Gewalt, welche von einem Herrscher oder einem Regime oder einem Staat ausgeht gegenüber seiner eigenen Bevölkerung. Und der Grund hierfür ist, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam ebenfalls in verschiedenen Überlieferungen aufgezeigt hat, dass eine der ersten Dinge, welche in dieser Umme verloren gehen wird, der Hukm ist. Und wir hatten das erwähnt gehabt. Das heißt, das Regieren im Sinne Allahs und im Sinne des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wir hatten letztes Mal, soweit ich mich entsinnen kann, den Hadith erwähnt gehabt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, لَتَنْقُضُنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً. Die Knoten des Islam werden nacheinander aufgelöst werden, also die Fundamente des Islam. كُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا. Jedes Mal, wenn ein Knoten aufgeht, aufgelöst wird, halten die Menschen am nächsten Knoten fest. وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضَى الْحُكْمُ. Der erste Knoten, der aufgelöst wird, das erste Fundament, was verloren gehen wird im Islam, ist was? Ist die Herrschaft. Also die Herrschaft und das Regieren im Sinne Allahs. Wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam in unterschiedlichen Hadithen aufgezeigt hat, dass diese Al-Khilafatu Rashida, das heißt, die Nachfolger, welche rechtgeleitet sind und welche so herrschen werden, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es uns beigebracht hat als Muslime, dass diese Zeit sehr kurz sein wird. 30 Jahre. 30 Jahre nach dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und es waren auch wirklich nur 30 Jahre nach dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und direkt danach kommt eine bissige Herrschaft. Und dann eine Zwangsherrschaft. Und erst dann wieder, irgendwann einmal, werden wir ein Kalifat sehen, also eine Herrschaft, ganz im Sinne des Prophetentums. Aber wie lange das dauert, Allahu a'lam. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wurde gefragt, wann ist die Stunde? Und er antwortete erst einmal nicht. Und sagte dann daraufhin, إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةُ. Wenn die Amane verloren geht, das anvertraute Gut, dann erwarte die Stunde. Und dann fragten die Sahabe,
Ja, Rasulallah, wa kayfa ida'atuha? Und wie vergeht denn diese Amana? Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, idha wussida al-amru ila ghayri ahli. Wenn diese Angelegenheit des Regierens, des Herrschens, Menschen übergeben wird, in die Hand gegeben wird, welche nicht qualifiziert sind. Und genau das ist relativ schnell geschehen. Und genau daraus resultiert auch was? Resultiert auch die Gewalt. Gewalt auf staatlicher Ebene. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat das relativ genau beschrieben. Das heißt, er hat das nicht nur allgemein genannt, dass es Gewalt geben wird von oben, vom Staat, von den Herrschenden, sondern unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat aufgezeigt, wie diese Gewalt auch umgesetzt wird und wie sie praktiziert wird, diese Gewalt. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam folgendes in der authentischen Überlieferung bei Imam Muslim, von Abu Huraira überliefert. Yushaku in talat bika mudda an tara qauman yaghduna fi sakhati Allah wa yaruhuna fi sakhati Allah wa yaruhuna fi la'nati Allah fi aydihim mithlu aznab al-baqar. Es wird bald eine Zeit kommen. Solltest du sozusagen noch länger leben, wirst du vielleicht eine Zeit erleben, wo du Menschen sehen wirst, welche morgens im Zorn Allahs das Haus verlassen und abends im Fluch Allahs zurückkehren. Und jetzt beschreibt der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie, und er sagt, fi aydihim mithlu aznabil baqar. In ihren Händen befinden sich Kuhschwänze oder Dinge, die Kuhschwänzen ähneln. Was ist damit gemeint, mit diesem Kuhschwänzen? Peitschen. Peitschen, mit denen sie was machen? Mit denen sie Menschen auspeitschen zu Unrecht. In einer anderen Überlieferung beschreibt das der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch konkreter. Und er sagt, es gibt zwei Arten von Menschen, welche zu den Höllenbewohnern gehören. Sunthani min ahlin nar. Lam arahuma, die ich noch nicht gesehen habe. Die es so noch nicht gibt, aber die kommen werden. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, qawmun ma'ahum siyatun ka aznabil baqar yadribuna biha an-nas. Menschen, das ist die erste Kategorie, welche in ihren Händen Peitschen halten, die so aussehen wie die Kuhschwänze und mit denen sie die Menschen schlagen. Und diese Art von Polizeigewalt, die hat jetzt nicht in unserer Zeit begonnen, sie hat schon relativ früh begonnen. Schon in der Zeit der ersten Kalifen, der Umayyaden, der Abbasiden, gab es das, ist sehr, sehr verbreitet gewesen. Und sie hatten wirklich solche Peitschen gehabt, die genauso aussahen. Ich habe mir einige Bilder angeschaut. Kennt ihr diese Peitschen, die so mehrere Stränge haben? Die genauso aus wie Kuhschwänze, subhanallah, wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam beschrieben hat. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, was mit diesen Menschen ist. Und er sagt, das sind Menschen, welche sich die ganze Zeit im Zorn Allahs befinden. Die ganze Zeit. Allah Ta'ala, er verflucht sie die ganze Zeit über. Allah zürnt ihnen gegenüber die ganze Zeit. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte in einer anderen Überlieferung, die von Ahmed überliefert wird und Al-Bazzar und einigen anderen. Er sagte, badiru bil a'mali sitta. Sitta. Kommt mit euren guten Taten sechs Dinge zuvor. Nummer eins, imrat as-sufaha. Die Herrschaft der Törichten. Leute, die an die Macht kommen, aber nichts im Kopf haben, die überhaupt nicht qualifiziert sind. Wa kathratu shurat. Und viele Polizisten. Was ist damit gemeint? Sind jetzt Polizisten schlecht? Nein, das ist doch nicht damit gemeint. Sondern damit ist gemeint, dass es Staaten gibt, welche mit ihren Sicherheitsapparaten die Menschen unterdrücken.
Die Polizei an sich ist etwas erstmal Positives, ja nichts Schlechtes. Aber wann möchtest du etwas Schlechtes? Wenn man diese Sicherheitsapparate nutzt, um seine eigene Herrschaft zu stützen, die auf Unrecht basiert. Und wo die Menschen unterdrückt werden, gefoltert werden, ins Gefängnis gesteckt werden, zu Unrecht, nur aus politischen Gründen. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, damit wir das noch auch zum Ende haben, insha'Allah ta'ala, wa bay'ul hukmi, und dass die Herrschaft verkauft wird, also durch Korruption. Wa istikhfafan bid-dam, und dass ich das Blut auf die leichte Schulter nehme. Ja, da habe ich mal jemanden umgebracht. Nicht so schlimm, wir werden das noch sehen, insha'Allah ta'ala. Wa qati'atur rahim, und dass ich die Familienbande abbreche und abschneide. وَنَشْوَنْ يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرٌ يُقَدِّمُونَهُ يُغَنِّيهِمْ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهُمْ فِقْهًا. Und Leute, welche den Koran zu Flöten machen und welche vorgelassen werden, damit sie ihn dann vorsingen, obwohl es unter ihnen Menschen gibt, die mehr Wissen haben als sie. Darauf kommen wir noch zu sprechen, inshallah. Wahrscheinlich nicht, mal gucken, ob wir heute noch darauf zu sprechen kommen, aber darauf kommen wir noch zu sprechen, inshallah. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat also in den unterschiedlichsten Überlieferungen immer wieder über solche Unrechtregime gesprochen. Und was sie mit den Menschen machen werden. Und das, worüber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gerade hier spricht in diesen Hadithen, das ist nicht etwas, was wir vor Jahrhunderten gesehen haben. Das passiert gerade in diesem Moment. Gerade in diesem Moment. Jeden Tag kann man auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter lesen, ja, dass Leute in Ägypten, in anderen Staaten, wo eine Militärdiktatur an der Macht ist, versuchen, die Welt aufmerksam zu machen auf ihre Verwandten, welche zu Unrecht im Gefängnis sind. Das ist jetzt gerade ganz aktuell in Ägypten mit der Ula al-Qaradawi, die Tochter von Sheikh al-Qaradawi, die 1635 Tage einfach im Gefängnis war. Und in dieser Zeit, wo sie eine Mutter ist, alles, nichts ist, außer die Tochter von einem Sheikh, der gegen das Regime ist. 1635 Tage, wie viele Jahre sind das? Das sind, glaube ich, über 4 Jahre, fünf Jahre fast. Ja? Eine Frau, die Kinder hat, ja? Einfach so im Gefängnis. Und sie durfte nicht einmal besucht werden. Das ist eine Frau. Ja, das passiert gerade in diesem Moment. Das, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt. Und die Folter, die dort geschieht, über die brauche ich gar nicht zu reden. Ich habe Brüder aus dem Irak, die mir das selbst erzählt haben, in meiner Taiba-Moschee, die mir erzählt haben, was das bedeutet. Sie meinten, bei den Amerikanern im Gefängnis hat man sich in einem Paradies gefühlt im Vergleich zu den Gefängnissen der Iraker selbst. Und er meinte, der schlimmste Folterknecht von allen ist ein Mann gewesen, der schon 8-mal die Hatsch gemacht hat. Solch ein Gebetsfleck, aber das war der schlimmste von allen. Der hat Spaß gehabt, die Menschen zu foltern. Er hat 3 Monate lang so gehangen, 3 Monate lang, bis seine Arme ausgekugelt gewesen waren. Er meinte, einer musste mehrere Wochen und Monate in der Ecke stehen, bis er gestorben ist. Ja, das passiert gerade in diesem Moment, während wir hier sitzen. Alhamdulillah, wir leben in einem Land, ja, wo wir noch von einem Rechtsstaat sprechen können. Alhamdulillah, wo sowas nicht möglich ist. Wo sowas nicht möglich ist. Ich meine, ich war heute zum Dolmetschen in einer JVA gewesen und da war ein Häftling gewesen, der war sehr aggressiv. Also, wenn, habe ich gesagt, der kann froh sein, dass er nicht in einem arabischen Gefängnis ist. Die hätten ihn schon, weiß ich was, mit ihm gemacht. Ja, aber der schreit auf und schreit die Leute an. Das ist ein Rechtsstaat. Ja, kommt sogar ein Dolmetscher, ja, all das, ja, also Luxus pur. So soll es eigentlich sein. Aber in unseren Ländern ist es leider häufig, nicht in allen, ich will nicht verallgemeinern, aber in vielen Ländern wissen wir, was da momentan los ist. Und das ist genau das, worüber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesprochen hat. Was lernen wir daraus? Etwas sehr Wichtiges. Und zwar Allah subhanahu wa ta'ala, er hat aufgezeigt, das sind Menschen, welche die ganze Zeit, egal wohin sie sich begeben, sich immer im Zorn Allahs befinden oder unter dem Zorn Allahs. Allah verflucht sie. Das heißt, er kann noch so praktizierend nach außen wirken, noch so viel Hajj machen, noch so viel Umrah machen, noch so viel Zakat geben. Allah subhanahu wa ta'ala wird diesen Menschen nicht vergeben, weil sie nämlich die Geschöpfe Allahs foltern, weil sie ihnen wehtun. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er warnt uns, dass wir solche Menschen unterstützen, solche Regime unterstützen.
Es ist keine Ausrede, dass ich sage, ja, ich kann noch nichts dafür. Wenn du solch ein Regime unterstützt und das auch noch gut findest, wie es viele Menschen leider heutzutage machen, und das wissen wir, ja, wir haben hier Leute aus Ägypten, aus anderen Ländern, wir wissen das, dass das passiert, dann bist du genauso schuldig wie diejenigen, die das tun. Genauso schuldig. Und Allah subhanahu wa ta'ala, was sagt er? وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. Und ich suche mal genau die ganz kleinen Moment, inshallah ta'ala, ich habe jetzt hier die Ayah. Wie geht die Ayah weiter? Such dir mal. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Und stützt euch nicht auf jene, welche Unrecht tun, weil dann nämlich das Feuer euch berühren wird. Wenn ich ungerechte Menschen unterstütze, dann bin ich genauso ungerecht. Wenn ich ein Unrechtregime unterstütze, dann bin ich genauso schuldig. Ich kann nicht sagen, ja, ich war nur ein Abd Ma'mur, ich bin nur ein kleiner Soldat gewesen, ich musste das ausführen, was von mir verlangt wurde. Nein, musstest du nicht. Selbst wenn du dadurch Nachteile erlangen solltest, du hast kein Recht, einen anderen Menschen zu unterdrücken und zu foltern. Kein Recht. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er wird dich dafür hart zur Rechenschaft ziehen. Egal, ob du das Oberhaupt bist oder ob du einfach nur ein kleiner Rad bist in diesem gesamten System. Allah subhanahu wa ta'ala, er wird dich dafür zur Rechenschaft ziehen. Und deswegen, meine lieben Geschwister, wenn wir uns die gesamte islamische Geschichte anschauen, die Fuqaha, die Gelehrten, die Geschichten, die wir immer wieder erzählen, da sehen wir, dass es eine Gemeinsamkeit bei all diesen großen Persönlichkeiten gibt. Was ist diese Gemeinsamkeit? Sie haben immer ihr Mund aufgemacht, wenn Unrecht geschehen ist. Sie haben nie weggeschaut. Sie waren sogar bereit gewesen, dafür ins Gefängnis zu gehen. Ja, sie waren sogar bereit gewesen, ihr Leben zu opfern. Nur damit sie kein Unrecht tun. Abu Hanife, er stirbt im Gefängnis. Ibn Taymiyyah, er stirbt im Gefängnis. Imam al-Shafi'i muss Irak verlassen, war auch ebenfalls zu Unrecht. Also so viele verschiedene Beispiele, wo immer gezeigt wird, dass ein Muslim, der seine Religion ernst nimmt, sich niemals auf die Seite eines Tyrannen und eines Ungerechten stellen würde. Ich weiß, das ist nicht einfach, aber das ist das, was der Islam uns lehrt. Das ist das, was wir daraus entnehmen können. Also, sehr wichtig, ja, zu diesem Themenkomplex Gewalt gehört diese staatliche Gewalt. Und diese staatliche Gewalt, sie wird gestützt in der Regel durch was? Durch einen Medienapparat. Und das ist eben eine Form von Gewalt, verbale Gewalt. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Diese Gewalt ist teilweise noch viel schlimmer, weil sie nämlich zur wirklichen Fitne führt. Und das, was wir heute sehen, das gab es so in der Geschichte noch nie, so extrem in diesem Ausmaß. Was die Staatsmedien in einigen Ländern, in einigen Diktaturen tun, wie sie gegen andere Menschen hetzen, wie sie zu einer wahren Fitne, wie sie zu einer wirklich eine regelrechte Zwietracht in der Gesellschaft sehen. Menschengruppen gegen andere Menschengruppen aufhetzen. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat ebenfalls über diese Dinge gesprochen. Und zwar in vielen Überlieferungen, und wir uns einfach mal eine dieser Überlieferungen anschauen, in denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam darüber gesprochen hat. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, inna bayna yaday sa'ati sinin khadda'a. Vor der Stunde wird es Jahre geben, die sehr, sehr täuschend sind. Täuschende Jahre. يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ. Einem Ehrlichen, einem Lügner wird geglaubt. وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ. Und ein ehrlicher Mensch wird als Lügner dargestellt. وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ. Ein vertrauenswürdiger Mensch wird als Verräter dargestellt. وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ. Und ein Verräter wird als vertrauenswürdig dargestellt. Die Medien, ja, sie machen ja, genau das, subhanallah. Sie drehen, verdrehen Tatsachen, stellen Dinge auf den Kopf. In einer unglaublichen Weise. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةِ. Und
In dieser Zeit werden die Ruwaybida, das heißt, Leute, die nichts im Kopf haben, ja, sie werden sprechen. Und dann fragten die Sahaba, und wer sind die Ruwaybida? Und er sagte, Ar-Rajulu Tafihu yatakallamu fi amrin amma. Ein törichter Mensch, der nichts im Kopf hat. Ja, ein Zafi, ein Tor, ein Dummkopf, ein Idiot, wie auch immer, ja, spricht über die Dinge der Allgemeinheit. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns also aufgezeigt, es werden Zeiten kommen, wo die Dinge verdreht werden, wo Menschen gegeneinander aufgehetzt werden, wo ganzen Menschengruppen Unrecht getan wird. Und dann irgendjemand redet, der von nichts eine Ahnung hat, er kann einfach nur reden und für viel Fitne sorgt. Das ist ebenfalls eine Form von Gewalt. Ja, und ich sage euch ganz ehrlich, subhanallah, diese Zunge, ja, was ja auch eine Form von Medium ist, diese Zunge, sie kann sehr viel Schlimmes verursachen. Ja, teilweise Schlimmeres als das Töten selbst. Wal fitnatu ashaddu min al-qatl. Die Fitne, die Versuchung, ist schlimmer als das Töten. Die Versuchung ist schlimmer als das Töten. Ich kann mit einem Wort einen Krieg anfachen. Mit einer Lüge. Wie hat der Irakkrieg begonnen? Colin Powell, der in den Vereinten Nationen, der ist ja jetzt von dieser Dünne gegangen. Ja? Ja? Angeblicher ABC-Waren, er wusste, es ist eine Lüge. Er ist als Lügner von dieser Dünne gegangen. Tony Blair, ja, der das unterstützt hat. Wie viele Menschen haben ihr Leben verloren durch diese Lüge? Eine Medienlüge vom Politiker. Wie viele Menschen haben ihr Leben verloren? Wie viele Menschen wurden vertrieben? Wie viele Kinder sind als Waisenkinder aufgewachsen? Wie viel Leid wurde über die Menschen gebracht? Wegen einer Lüge, subhanallah. Das ist unglaublich. Da sehen wir, es ist nicht so einfach so. Einfach nur irgendein Wort. Manche denken so, ein Wort auch auf, wir können es auch auf uns beziehen. Ganz wichtig, ja. Diese verbale Gewalt, die durch Lügen, durch Fitne, durch Mobbing entsteht. Ja, wir haben Surat An-Nur. Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht in Surat An-Nur mehrere Ayat über ein Ereignis. Und zwar die Lügengeschichte, welche über unsere Mutter Aisha ersonnen wurde, radiyallahu anha. Und was sagt Allah ta'ala? وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا. Ich denke, das ist so eine Kleinigkeit. Ich habe ja nur was gesagt. Habe ich ja nur mal so nebenbei erwähnt. Nebenbei erwähnt, ja, ich glaube, ich habe sie mit einem Mann gesehen. Nebenbei erwähnt. Und bei Allah ist es eine gewaltige Angelegenheit. Heute hat mich eine Geschichte geschockt, die ich in den arabischen Medien gelesen habe oder gehört habe auf YouTube. Haben mehrere ägyptische Influencer haben das erwähnt gehabt. Und zwar ein Mädchen in Ägypten, die heißt, fällt gerade ihr Name nicht ein, 17-jähriges Mädchen, hat Selbstmord begangen am Freitag. Warum? Genauso wie wieder so ein Film, wo sich jemand einen Spaß erlaubt hat. Hat irgendein Junge, der wahrscheinlich irgendwie mit ihr zusammen sein wollte, hat ein Bild, ein Fake-Bild erstellt, wo sie abgebildet, also ihr Gesicht abgebildet wird, mit sozusagen auf dem Körper einer nackten Frau, umgeben von Männern. Hat das dann verbreitet. Und das ist irgendwie auch zu den Eltern gelangt. Die Eltern haben ihr erstmal nicht geglaubt. Und dann hat sie einen Abschiedsbrief geschrieben, hat Gift geschluckt und ist gestorben. Guck mal, da sagt jemand, ja, ich hab nur ein Bild, war nur ein Scherz. Und wozu hat dieser Scherz geführt? Zum Tod eines jungen Mädchens. Unglaublich, oder? Das ist unglaublich. Und daran erkennen wir, Worte können schlimmer sein als eine Faust. Als der Schuss mit einer Waffe. Worte können schlimmer sein als Faust, ein Schuss mit einer Waffe. Und deswegen diese mediale Gewalt, die wir heutzutage erleben, ja, in vielen Ländern, wo einfach die Medien als Propaganda verwendet werden, ja, sie ist teilweise schlimmer, ja, als irgendwelche, weiß ich nicht, Waffen, die auf Menschen gerichtet werden, weil sie nämlich zu einer richtigen Fitne führt. Möge Allah Ta'ala uns davor bewahren. Kommen wir zu einer anderen Form von Gewalt. Und zwar nicht Gewalt, welche von Herrschern ausgeht und von Regimen,
sondern Gewalt, welche Muslime untereinander anwenden, gegen den anderen. Fitna, gegenseitiges Töten und Abschlachten in schlimmster Form. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat genau darüber gesprochen. Und er hat in verschiedenen Überlieferungen gesagt, dass eine Zeit kommen wird, wo der Harj sich verbreiten wird. Und dann haben die Sahaba gefragt, was ist der Harj, ja Rasulallah? Und er sagte, Kafratul Qatl, das viele töten. Und in einer Überlieferung heißt es wie folgt bei Imam Muslim, von Abu Huraira radiallahu anhu wird überliefert. والذي نفسي بيده bei dem in dessen Hand meine Seele ist لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل الله أكبر bei dem in dessen Hand meine Seele ist. Diese Dunya wird nicht vergehen, nicht enden, bis eine Zeit kommen wird, wo derjenige, der getötet hat, nicht weiß, warum er getötet hat. Und derjenige, der getötet wurde, nicht weiß, warum er getötet wurde. Woraufhin dann Abu Huraira fragte, oder ein Mann fragte, كيف يكون ذلك? Wie kann das sein? Und er sagte, es ist Al-Harj. Al-Qatil wal-Maqtul fil-Nar. Derjenige, der getötet hat, und derjenige, der getötet wurde, sind im Höllenfeuer. La ilaha illallah. In einer anderen Überlieferung wird das noch etwas deutlicher. Und zwar eine Überlieferung, die wir bei Imam Ahmad finden, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam genau über dieses viele Töten, den Harj, gesprochen hat. Und sie fragten dann, was ist Al-Harj? Und der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, Al-Kadhibu wal-Qatl, das Lügen und das Töten. Und dann fragten die Sahaba, أكثر مما نقتل الآن, mehr als wir jetzt töten. Also, die meinten damit in der Schlacht, die konnten sich das gar nicht vorstellen. Und dann meinte er, إنه ليس بقتلكم الكفار, es ist nicht so, dass ihr gegen Ungläubige kämpft. ولكنه قتل بعضكم بعضا, sondern ihr tötet euch gegenseitig. حتى يقتل الرجل جاره, sodass ein Mann seinen eigenen Nachbarn umbringt. ويقتل أخاه, seinen Bruder umbringt. وَيَقْتُلْ عَمَّهُ, seinen Onkel umbringt. وَيَقْتُلْ إِبْنَ عَمِّهِ, und seinen Cousin umbringt. Und dann sagten die Sahaba, Subhanallah, وَمَعْنَ عُقُولُنَا, sind wir noch bei Verstand? Zu dieser Zeit, wenn wir sowas machen, wer tut sowas, dass man sich gegenseitig einfach umbringt? Und dann meinte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, la, nein, ihr seid nicht bei Verstand. إِلَّا أَنَّهُ ينزعوا عقول أهل ذلك الزمان حتى يحسب أحدكم أنه على شيء وليس على شيء. Das Problem ist, Allah Ta'ala, er wird den Verstand der Menschen dieser Zeit nehmen, sodass sie denken, sie wären was Besonderes, obwohl sie nichts Besonderes sind. Und genau das haben wir gesehen. Wir haben das gesehen, was teilweise in Syrien, im Irak geschehen ist, wo Leute wirklich ihre eigenen Leute abgeschlachtet haben, weil sie nicht zu der richtigen Gemeinschaft gehören oder nicht zur richtigen Gruppe gehören. Einfach sich gegenseitig bekämpfen. Sich jemand einfach in die Luft sprengt, überhaupt nicht weiß, warum er sich in die Luft sprengt. Hat keine Ahnung, für wen er kämpft. Er geht nach Syrien oder irgendwo hin, weiß gar nicht, für wen er kämpft. Er kämpft für irgendeinen Warlord in Afghanistan, der ganz eigene Interessen verfolgt, rein wirtschaftliche Interessen, Machtinteressen. Und er denkt, er macht etwas für den Islam. Fährt mit einem Auto einfach in eine Menschengruppe und sprengt sich in die Luft und denkt, er ist im Paradies. Derjenige, der getötet wurde, weiß überhaupt nicht, wie ihm geschieht. Warum wurde er jetzt eigentlich getötet? Und derjenige, der getötet hat, weiß eigentlich gar nicht, warum er getötet hat. Und wenn du dann mit solchen Leuten sprichst, ich habe mit solchen Leuten gesprochen, dann heißt es, ja, Kollateralschaden. Ich habe sie einfach ins Paradies befördert. La haula wala quwwata illa billah. Wirklich, so antworten die Leute. Ich habe mit solchen Leuten geredet, die solche Anschläge befürworten. Dann sagst du ihm, okay, was ist denn, wenn es deine Mutter wäre, was ich was? Ja, das ist Kollateralschaden, schau, dann ist sie im Paradies. Einfach so, das ist ein Paradies. Weder er weiß, warum er das macht, noch derjenige, der getötet wurde, weiß, warum er eigentlich umgebracht wurde. Für welchen Zweck? Für nichts. Einfach Kanonenfutter für irgendwelche politischen Zwecke. Und ich weiß überhaupt nicht, warum ich das tue. Wala haula wala quwwata illa billah.
Sadaqta ya Rasulallah. Du hast die Wahrheit gesprochen, O Gesandter Allahs. Wir erleben es mit unseren eigenen Augen, haben es selbst gesehen, haben es selbst gehört, haben selbst Bilder gesehen, selbst Geschichten gehört, wo Leute davon erzählt haben, wie sich Nachbarn gegenseitig abgeschlachtet haben, im Irak teilweise. Haben mir Leute erzählt. Mein Vater hat mir gesagt damals, ich meine, ich komme aus einer ursprünglich schiitischen Familie. Er meinte, im Irak haben die Leute Schiiten, Sunniten eigentlich relativ friedlich zusammengelebt. Und dann kam es zur Fitne, diese Fitne al-Ta'ifiyya zwischen den Gruppen. Und da haben wirklich teilweise Leute ihre eigenen Nachbarn abgeschlachtet oder verpfiffen und haben dann irgendwie sie denunziert, sodass sie dann abgeschleppt wurden oder umgebracht wurden, wie auch immer. Also Leute, die jahrelang zusammengelebt haben, friedlich miteinander, haben sich dann später gegenseitig bekämpft. Einfach so, Fitne. Und keiner weiß eigentlich, wozu und warum. Wem bringt das Ganze etwas? Niemandem. Kommen wir jetzt inshallah ta'ala und deswegen, meine lieben Geschwister, ich sage vielleicht ganz wichtig, bevor wir jetzt diesen Themenbereich, ja, der auch wirklich sehr traurig ist, sehr, sehr traurig ist, bevor wir den abschließen, ja, wenn wir so etwas hören in unserer Umma und wir hören so etwas und ich höre immer wieder auch manchmal Leute, die so etwas gutheißen oder auch solche Videos teilen und sagen, ja, das sind die wahren Mujahidun, gibt es immer noch solche Leute? Wir müssen so etwas bei Namen nennen. Und ganz klar aufzeigen, dass das, was du da gut heißt, Verbrechen sind. Das hat nichts mit Islam zu tun. Das sind Verbrechen. Diejenigen, die so etwas tun, sind einfach nur Verbrecher, nicht mehr und nicht weniger. Sie können sich noch so oft Muslime nennen. Sie können noch so oft sagen, ich mache das im Namen Allahs. Ich sage Bismillah, Allahu Akbar. Du kannst einen Schwein schlachten und trotzdem ist es nicht halal. Du kannst einen Schwein sagen, Bismillah, Allahu Akbar. Ist es deswegen halal? Wird ein Schwein halal, nur weil ich Bismillah, Allahu Akbar beim Schlachten sage? Es gibt Dinge, die einfach falsch sind. Ein Verbrechen bleibt ein Verbrechen. Ich kann noch so viel beten, noch so oft Bismillah Allahu Akbar sagen, es bleibt ein Verbrechen. Und Allah Ta'ala wird das nicht entschuldigen, nur weil ich Bismillah Allahu Akbar vorher gesagt habe. Weil ich meinen Sprenggurt mit Bismillah Allahu Akbar und es für Allah gemacht habe, wird Allah Ta'ala das nicht annehmen. Im Gegenteil, Allah Ta'ala wird dich noch härter dafür zur Rechenschaft ziehen. Warum? Weil du nämlich zugleich auch noch die Religion ins Dreck gezogen hast. Du hast den Islam, diesen schönen Islam, verzerrt, das Bild des Islam verzerrt. Durch deine Handlung, durch deine Verbrechen, die du begehst oder die Verbrechen, die du gutheißt. Da sagt man auch, helfe eure Aufmerksamkeit. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.